Chakrabaum, der Sephiroth, die ganzen Freunde. Ja, auf jeden Fall, das mit der Schlange war bei mir auch. Das war. Wir haben das schon gehört, ich kann so. Geduld ist eine Tugend. Guck mal, die Maschine möchte nicht, dass das gespielt wird. Weil es zu leise ist. Okay, ich mach's lauter. Mal sehen, ob das was bringt. Ist laut. Ich drücke nochmal F5. Kennst du das, F5? Mhm. Ich muss jetzt hier mal aufwerben. Wir gehen jetzt auf meine Lieblingsseite. Kita.de/AE. Die Wahrheit. Und das Ding ist, wenn man einmal sich auf den Lebensverzehr geeinigt hat, hat man den Eindruck, dass andere eben nicht mehr leben und somit, ja, das ist wahr. Das bedeutet, das Ego hat sich nur auf eine Position verschoben, wo es sich selbst nicht mehr so sieht. Das ist alles. Okay. Ich glaube, das ist. Aber das kann ja nicht. Vielleicht gehe ich aber auch nicht tief genug oder weiter. Das kann sein. Du brauchst einen Knebel im Maul. Ja, also, genauso peinlich kann es sein, wenn eine Frau sich 30 auf 10 Kissen zu sich kauft und vollkommen in Klammern dazu. Noch ein wenig rassistisch, rein psychologisch gesehen. Ich stelle mir dich gerade vor, wie Alex aus Clockwork Orange. Ja, Oh ja. Weißt du? Knebel im Maul, angebunden, volle Lautstärke. Und du kannst gar nicht anders. Kannst gar nicht anders als weghören, ja. Ja, na, Alexander hat die anderen noch nicht mehr. War nicht am Ende. Oh. Stimmt. Oh Gott, was wird mir drohen? Mir droht einiges. Ich habe einige Dinge getan in meinem Leben. Ihr seid jetzt live dabei, wie die Reptos einwirken, dass ich ihm, dem Christian, meinem Bruder, irgendwas Neues erzählen könnte. Ja? Deshalb wirken die Reptos ein, indem er quasselt ununterbrochen, während ich rede und er eigentlich zuhören müsste, was ich ihm erzählt habe. Aber das schafft er nicht. Das ist eine Dokumentation. Ja? Er kann es nicht sein lassen. Er kann es einfach nicht sein lassen. Er muss immer dazwischen quatschen und die Frau nicht zu Wort kommen lassen. Wie mein Alter. Auch nur 33. Jetzt hat es sogar noch leiser gemacht. Ja, nie wieder ohne Begleitschutz, weißt du? Das glaubt mir ja keiner, was mir widerfährt, wenn ich das nicht immer dokumentiere. Die Feministen sind da, um sich in ihrer Opferrolle wohlzufühlen. Nehmen Sie das bitte auf. Ich mache überhaupt nichts dazu. Ich mache nichts von dem, was du mir sagst. Weil du nicht im geringsten daran interessiert bist, was ich dir zu sagen habe. Von daher, warum sollte ich das tun? Das ist auch eine Form von Respekt, nicht wahr? Meine nächste Zigarette, die hoch ist, wo ich will. Beziehungsweise meine nächste Spaßzigarette oder meine nächsten Joint, je nachdem. Ja. Es ist ihre Wahl, es ist ihre freie Wahl, sich 20 Minuten aufmerksam etwas anzuhören, was eine Schwester ihnen hier vorbeibringt, ja, ihnen hier näher bringt und damit sich vielleicht irgendwas in dieser beschissenen Welt ändern könnte, ja. Aber wenn sie nicht wollen, das ist nicht mein machen. Problem. Du kannst die anderen nicht. Jeder hat ein Recht auf meine Meinung und jeder. Ich lasse sie doch hier, aber. Ja, aber wenn du sie siehst, na, aber du könntest sie dir vielleicht erst einmal anhören. Hm? Ich höre die ganze Zeit zu. Du hörst aber nicht hin.
höre dir zu. Findest du das nicht respektabel genug? Da rede ich, sodass ich mich nicht mehr verstehe. Kannst du dich selber nicht wiederholen? Das ist live und original. Das ist das First Take, das ist die Perfektion. Oh. Ja. Die Perfektion gibt es nicht. Es gibt einen Zustand. Ich bin die Perfektion. Ich bin sie. Du? Ich. Deswegen ist wahrscheinlich auch dein Du bist der Gefallene. Du bist das Gefallene, FF. Du bist das Gefallene, FF. Richtig, zieh mir das an. Du hast eine Weißweste an. Du bist fein. Du bist perfekt. Ich bin weiß. Ich bin perfekt. Ich weiß. Du nicht. Du bist ein Schwätzer. Du bist ein Schwätzer. Das stimmt. Ne? Ich weiß. Ich muss nicht schwatzen. Ich weiß einfach. Du weißt einfach. Ich weiß. Na dann erzähl mir was. Du bist besetzt. Von was? Von reptiloiden Gedanken und Manipulationen. Du verachtest das Weibliche und die Natur und die Mutter. Wer ist deine größte Göttin? Ich habe keinen Gott oder keine Göttin. Wie wär's mit deiner Mutter, die dir das Leben schenkte? Das ist wahr. Fang mal damit an. Darüber mal denke ich. Und wer nährt dich ununterbrochen, ohne dass du irgendwas dafür gibst? Mutter Natur. Und was machst du mit ihr? Du tauschst sie in Zahlen ein, für die du da irgendwelche Technik kaufen kannst, die von Mutter Naturs Blut hergestellt wurde, anstatt diese Pflanze, die du so sehr liebst und verehrst, so zu supporten, dass wir kein Plastik und kein Erdenblut mehr benötigen. Weil alles aus dieser Pflanze herzustellen wäre, alles, die ganze Welt wäre in Frieden. Wenn du diese Pflanze endlich befreit würde von ihrem Dasein als auf Sex und THC reduziertes Weibchen, von Männern großgezogen und dann für Geld verkauft. Hm? Na, kannst du dein Bäuchlein streicheln? Jetzt hör hin. Mach lauter. Jetzt wird's wichtig. Ich höre dir zu. Du hörst nicht zu, du bist hinhören. Erst im Jahre 2006 kann sich im Internet gucken, der am gleichen Thema vorher erschienen. Ich danke den Lesern des cb.com, die mir durch aufmunternde Mails die Interesse zeigten und sind dadurch reizen, diese Artikel zu veröffentlichen. Ich habe einiges an diesen Artikeln verändert, wozu ich mich im Anfang äußern möchte. Einige Inhalte sind noch auf das cb-Forum bezogen, wobei ich glaube, dass dies den Artikeln mehr Lebendigkeit verleiht. Ich danke auch dem B-Forum-Leser, der mir 100 Euro Autorenhonorar im Voraus geschickt hat, um mich zu ermuntern, ein Buch zu schreiben. Dennoch schrieb ich bis heute kein Buch. Mit dieser Homepage jedoch kommt wieder Leben in meine Kreativität und alles, was ich in ein Buch schreiben könnte, sollten hier veröffentlicht werden. Einer von vielen hundert Amerikanern, die von Außerirdischen entführt wurden. Nach den eigenen Erlebnissen der Außerirdischen arbeitet er zusammen mit einer kleinen Gruppe an diesem Thema weiter. Barbara Bartolik hat wohl die Hauptarbeit geleistet, indem sie mit mehr als 700, in Klammern mittlerweile wahrscheinlich schon viel mehr, Entführungsopfern Hypnosesitzungen abhielt, um die Opfer zu enttraumatisieren und die Wahrheit hinter den Entführungen herauszufinden. Bartley hat mitgearbeitet und die Ergebnisse ins Internet gestellt. Die Entführungen werden üblicherweise von den sogenannten Grauen durchgeführt. Die Hypnosesitzungen haben jedoch eröffnet, dass die Grauen nur Befehlsempfänger und ausführende Organe der Drakonier, in Klammern Drakos, und der Reptoiden, in Klammern Reptiloiden, Echsen, in Klammern Reptos sind, die vom System Alpha Draconis bekommen sein sollen. Diese Daten sind nicht so wichtig. Wichtig jedoch ist die Erkenntnis, dass den Entführten eine falsche Erinnerung in Klammern über die Entführung eingepflanzt wurde. Diese eingepflanzten Erinnerungen haben die generelle Aussage, dass die Außerirdischen den Menschen helfen wollen, dass sie den astralen und physischen Körper der Entführten verbessern und für irgendwelche speziellen Aufgaben vorbereiten, dass alle Eingriffe nur zu unserem Besten sind.
Wenn die Screen-Memory durch intensive Hypnosearbeit durchbrochen werden könnte, kamen die Raptors und Drakos zum Vorschein und deren eigentliche Absicht und Punkt. Die entführten zu missbrauchen, zu traumatisieren und zu manipulieren, um sie für ihren Hauptzweck, die Menschheit zu unterjochen, zu nutzen zu können. Die Artikel von James Bartley zeigen ein erschreckendes Bild von den Ausmaßen der reptodrakonischen Beeinflussung über das Leben und das Bewusstsein. Sein Vater war namensfreundlich oder? Wenn man sich im ersten Moment schlecht fühlen wird, ist es besser zu wissen, wie die Falle aussieht. In der man sitzt, als die gutgläubig zu ignorieren. Also sein Name oder? Meine Frau und ich haben eine ganz spezielle Beziehung zu den Texten von James Bartley. Kannst du mir die Farbe sagen? Damals war keinerlei. Sein, 18.04.1955. Okay. Und welche Haftzahl hat er? Weiß ich doch nicht. Na, weißt du, wie dein Vater heißt? Andreas Böhme. Andreas Siegfried Böhme. HSB, arbeitet am Ritterbund. Also, mein Alter. Entführungen. Aber wir haben intensiv unter den Einflüssen der Raptors gelitten. Wir wussten damals noch nicht, um welche Wesen es sich handelte. Die Raptors wollten unsere Beziehung zerstören, legten uns bei allen Projekten Steine in den Weg, verhinderten jeglichen Erfolg und setzten von ihnen manipulierte Menschen gegen uns an. Wir waren dank unserer sensitiven Fähigkeiten in der Lage zu bemerken, dass das Ganze eine groß angelegte Aktion ist, die aus der Astralenwelt gesteuert wurde. Ich wurde sogar durch einen mir unbekannten, helfenden Einfluss für einige Sekunden mit meinem Astralkörper in eine unterirdische Überwachungszentrale teleportiert, was schließlich die letzten Zweifel über die groß angelegte Manipulation von mir nahm. Wir fanden jedoch damals niemanden, der etwas von außerirdischer Beeinflussung wissen wollte. In den Jahren 1997 machten wir eine Stoffsammlung über die Art und Weise der außerirdischen Beeinflussung. Franz Erdl. Diese Texte blieben, aber in der Schublade, weil niemand davon hören wollte. Wir kamen schließlich wirklich im Versuch auf, die Menschen wachzurütteln und verschwanden zu sein. Wir sind absichtlich in ein Land auf diesem Weg gegangen, wo es den Leuten so schlecht geht, dass sie vom letzten merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Den Deutschen damals